Hallo Freunde und herzlich willkommen. Wenn du hier neu bist, heiße ich dir herzlich willkommen. Mein Name ist Ekua. Heute bereite ich gebratene reife Kokbanane zu. So, wie man sehen kann, habe ich hier 5 reife Kokbananen, aber die sind nicht zu reif. Also die Kokbananen dürfen nicht zu reif sein. Ansonsten sorgen sie zu viel Fett beim Frittieren. So, ich habe 5 Stück, man kann aber weniger machen, je nachdem, für wie viele Personen man das zubereitet. So, ich werde die Kokbananen erstmal schälen. Und zwar, ich mache hier so einen Schlitz. Und dann gehe ich einfach mit meinen Fingern durch den Schlitz und pelle das so ab. So. Ja, und dann werde ich die Kokbanane einfach in Scheiben schneiden in meiner Hand, weil ich gewohnt bin. Macht aber am besten so auf dem Schneidebrett. So etwa schräg in Scheiben. Na, also bitte nicht so machen, wie ich es mache, wenn man es nicht gewohnt ist. Noch einmal die Enden abschneiden. So. Und dann, man kann sie auch so halbieren und dann nochmal teilen. So. Also man kann auch hier, nur bei mir, ich habe es lieber, wenn ich in der Hand mache. Ne? Also macht, wie es für euch am besten ist, ohne euch zu verletzen. So. Na, und dann sehen die Scheiben so aus. So, und das werde ich mit den restlichen 3 machen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, Freunde, so sehen die Kokbananen aus. Ich werde sie nach meinem Geschmack salzen. Und dann werden die frittiert. So, Leute. Mein Öl ist heiß genug. Jetzt werden die Plantains, also die Kokbananen, frittiert. So, ich habe die Kokbananen nach meinem Geschmack ein bisschen gesalzen, also viel Salz brauchen die nicht. Ja, und mein Herd ist jetzt wieder auf mittlere Stufe. Vorher war aber auf die höchste Stufe. Und jetzt werden wir die Kokbananen frittieren. Und zwar, dass die schön goldbraun werden. Etwa so 3 bis 4 Minuten auf jeder Seite. So, Freunde, meine Plantains sehen sehr gut aus. Also so, die Bräune möchte ich haben. So. Natürlich, wenn man sie noch brauner haben oder goldener haben möchte, kann man auch. Aber mir reichen die so. Na, komm schon.
Oder wenn man will, kann man sie auch weniger braun machen. Braten, ja, frittieren, genau. So, dann nehme ich sie erstmal raus. Und dann kommen die nächsten schon rein. Und die lassen wir auch schön goldbraun frittieren. So, Freunde, da ist es. Lecker frittierte Kokbananen. Einfach zu machen und lecker zu essen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt mir einen Daumen hoch. Und übrigens für die Subscribers, die fleißig Chi lernen, heißt Kokbanane auf Chi Brodia Koko. Danke fürs Zuschauen. Medawasi.